Ja, ich wollte auch mal einen Protestsong schreiben, damit das nicht alles nur Liebeslieder werden. Dann wusste ich nicht, was ich kritisieren sollte, habe ich mich einfach selber kritisiert. Und naja, wer vielleicht die Spiegel- und Stern-Schlagzeilen der letzten Monate gesehen hat, also unsere Gesellschaft erzieht kleine Monster, also nicht, dass ich jetzt selber das Monster bin, aber vielleicht erziehe ich ja kleine Monster. Sie sind selber noch Kinder, heißt das Lied. Sie schieben den Kinderwagen durch die Innenstadt, um der Welt zu zeigen, dass sie alles richtig machen. Sie kaufen Windelnahrung, jedes Ratgeberbuch und tauschen mit Freunden Babysachen. Wenn jemand im Café neben ihnen raucht, stehen sie auf und können die Welt nicht mehr verstehen. Sie fordern Kinderbetreuung, Erziehungsgeld, doch der Staat will ihre Probleme nicht sehen. Sie setzen Kinder in die Welt, obwohl sie selber noch Kinder sind. Kinder in die Welt, obwohl sie selber noch Kinder sind. Kinder in die Welt, obwohl sie selber noch Kinder sind. Sie sind unzufrieden, überfordert und immer durch den Wind. Es ist noch gar nicht lange her, da lebten sie noch bei ihren Eltern im Reihenhaus. Ihr größter Wunsch war Unabhängigkeit, doch die Luft war sehr schnell raus. Mit einem Kind im Handgepäck kommt man nicht mehr um die Welt. Es mangelt an Entschlusskraft und Ideen und vor allem fehlt das große Geld. Babybetreuung, Finanzierungsfragen, so kommt man den Eltern wieder ein bisschen näher. Dafür isst man sogar Butterkuchen und verbringt die Nachmittage bei Ikea. Sie setzen Kinder in die Welt, obwohl sie selber noch Kinder sind. Kinder in die Welt, obwohl sie selber noch Kinder sind. Kinder in die Welt, obwohl sie selber noch Kinder sind. Sie sind unzufrieden, überfordert und immer durch den Wind. Doch eigentlich wollen sie immer noch einfach große Kinder sein. Sie schaffen es nicht, erwachsen zu werden und fühlen sich ständig allein. Sie mussten nie Verantwortung tragen, bekamen alles für ein Weinen. Alles, was sie geschaffen haben, bestand und besteht aus Legostein. Sie hören die gleiche Musik wie ihre Kinder, können wirklich alles nachvollziehen. Man kann schließlich über alles diskutieren. Mütter gleichen ihren Töchtern. Väter wollen ihre Söhne belohnen. Sie erben die Häuser ihrer Eltern, damit ihre Kinder später darin wohnen. Sie setzen Kinder in die Welt, obwohl sie selber noch Kinder sind. Kinder in die Welt, obwohl sie selber noch Kinder sind. Kinder in die Welt, obwohl sie selber noch Kinder sind. Sie sind unzufrieden, überfordern und ständig durch den Wind. Dankeschön.